Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrem Magazin aus dem Unterallgäu und Memmingen. 205 Millionen Euro stellt der Freistaat in 2015 und 2016 zur Verfügung, um dem Ziel eines barrierefreien Bayerns ein Stück näher zu kommen. Doch wie weit ist man damit schon hier im Unterallgäu? Und wie schwierig ist es für Menschen mit Behinderung, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden? Das und mehr will ich mir in dieser Sendung einmal anschauen. Die Berufsfachschulen Memmingen sind auch für Schüler mit eingeschränkter Mobilität zugänglich. Seit 2014 jedenfalls. 4,6 Millionen Euro hat der Landkreis investiert, um die Schule zu sanieren. 1,1 Millionen davon dienten der energetischen Sanierung. Der Rest kam vor allem der Barrierefreiheit zugute. Wir haben doch immer wieder Schüler, die jetzt auch behindert sind und zu uns kommen und dann in der Klasse ganz normal dabei sind und mit dem Unterricht mitmachen. Das ist ein geringer Teil, aber es sind doch jedes Jahr einige Schüler, wo wir da haben. Der andere Teil sind Schüler, die sich verletzen, also die Skifahren waren oder sonst sich irgendwie Verletzungen zugezogen haben. Die können dann hier auch teilnehmen, ganz normal im Unterricht. Berufsschüler, die nur eingeschränkt mobil sind, bekommen in Memmingen mittlerweile einen Schlüssel für den neuen Außenaufzug. Damit erreichen sie jede Etage des höheren der beiden Schulgebäude. Damit für das zweite Gebäude kein weiterer, teurer Aufzug gebaut werden musste, hat sich der Architekt etwas einfallen lassen. Sebastian Geiger hat die beiden Gebäude mit einem Verbindungsbauwerk verbunden. In dessen Erdgeschoss befindet sich der neue Haupteingang. Diese Verbindung herzustellen war allerdings schwierig, denn beide Schulgebäude haben komplett unterschiedliche Geschosshöhen. So mussten im Verbindungsbauwerk Rampen eingeplant werden. Mit den entsprechenden Rampen, die überall in jedem Geschoss anders sind, weil eben diese beiden Gebäude in ihrer Geschossigkeit nicht höhengleich zusammenpassen. In dieser Konsequenz war natürlich diese ganzen Rampenplanung und die Berücksichtigung der entsprechenden DIN-Forderungen sehr schwierig. So schreibt die DIN vor, wie lang und wie steil Rampen sein dürfen, damit sie Rollstuhlfahrern auch wirklich eine Hilfe sind. Das Ergebnis in Memmingen funktioniert offensichtlich gut. Gleich neben der Pausenhalle hat man außerdem eine Behindertentoilette geschaffen. Damit ist das Gebäude jetzt für Personen mit eingeschränkter Mobilität voll nutzbar. Aber auch für alle anderen bietet so ein barrierefreies Schulhaus Vorteile. Dieser Umbau bedeutet vor allen Dingen, dass es praktisch viel einfacher ist. Also im täglichen Leben einen Unterricht zu gestalten, die Schüler, dass sie sich von A nach B bewegen, geht einfacher, schneller, problemloser als früher. Und das ist eine große Erleichterung eigentlich. Zeitersparnis, gewissen Ärger, den man nicht hat, macht den Alltag leichter. Fazit nach unserem Vormittag an der Berufsschule: Barrierefreiheit ist nicht immer leicht herzustellen. Aber sie ist für alle bequem und für jeden kann sie mal zur Notwendigkeit werden. Ja, und bei mir ist jetzt Landrat Hans-Joachim Weirather. Ja, Herr Weirather, zum Einstieg einfach mal, um einen Überblick zu bekommen, wie viele Menschen mit Behinderung leben denn hier bei uns im Unterallgäu? Bei uns im Landkreis Unterallgäu mit einer Einwohnerzahl von knapp 140.000 Menschen haben wir in der Summe etwas über 13.000 Menschen, die eine irgendwie geartete Behinderung haben. Wenn ich sage irgendwie geartet, dann bedeutet es, dass unter diesen 9% unserer Bevölkerung natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen von Behinderung da sind. Das kann jetzt eine Gehbehinderung sein, das kann eine seelische Behinderung sein. Das kann eine geistige Behinderung sein, das kann sein, dass man nicht sieht oder auch nicht hört. Ja, der Landkreis hat ja einen Aktionsplan aufgestellt für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Was für Maßnahmen sieht denn dieser Aktionsplan vor? Dazu haben wir uns insgesamt 5 konkrete Handlungsfelder gegeben. Handlungsfeld 1, Arbeit und Beschäftigung, das Handlungsfeld 2, Bildung. Dann das Handlungsfeld 3, Leben und Wohnen, das Handlungsfeld 4, Mobilität, Barrierefreiheit und schließlich das 5. Handlungsfeld, dann Beratung, Information und Öffentlichkeit. Daraus wird deutlich, dass wir uns mit dem Thema wirklich in allen in Frage kommenden Lebenslagen für Menschen mit Behinderungen dann beschäftigt haben.
Wie finanzieren Sie die Umsetzung dieses Aktionsplans? Ja, mit Mitteln des Landkreises, ganz klar. Und wir bemühen uns dann je nach Ausrichtung dessen, was wir da tun, natürlich auch in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. Wenn ich jetzt denke an das Projekt Allgäu Außerfahren barrierefrei, dann finanzieren wir das über LIDA, also auch über öffentliche Fördermittel. Reicht das denn aus, was Sie vom Freistaat als Fördermittel bekommen? Ja, wenn es um Generalsanierungen geht, dann sind wir natürlich dankbar. Und die Mittel, die wir vom Freistaat Bayern bekommen, das sind bei Generalsanierungen so in der Regel um die 35-40% der Investitionen, die wir tätigen. Und das erleichtert manches, aber es bleibt für uns noch viel zu stemmen. Ja, lassen Sie uns mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wie weit sind Sie denn im Unterallgäu bislang gekommen mit der Umsetzung des Aktionsplans? Ja, was den Landkreis Unterallgäu anbelangt, bei den Kosten, wirklich kostenintensiven Maßnahmen, gerade wenn es jetzt um dieses Handlungsfeld Bildung und Barrierefreiheit geht, sind wir mittendrin. Wir werden Ende nächsten Jahres 2016 unsere Generalsanierungen alle zum Abschluss gebracht haben, so ist der Plan, und dann viele zig Millionen Euro investiert haben in unsere Einrichtungen. Nun ist jetzt aber die Umsetzung dieses Aktionsplans ja nicht zu schultern vom Landkreis Unterallgäu allein. Da haben wir ja ganz, ganz viele mit im Boot. Wir haben, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, so um die 80 Schulen, die mehr oder weniger noch Barrieren haben, in die investiert werden muss. Wir haben sonstige Einrichtungen, Kindergarten. Und da ist wirklich noch auf viele, viele Jahre hinaus viel zu tun. Ja, ein wichtiges Thema ist ja auch die Einbindung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt. Wie gut das hier im Landkreis läuft und wo es vielleicht noch Herausforderungen dabei gibt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir sind zu Besuch in den Unterallgäuer Werkstätten in Mindelheim. Jenny Brandner arbeitet hier gerade nach einem genauen Verlegeplan an einem Kabelbaum für eine Maschine. Einige Maschinenbauunternehmen aus der Region bestellen ganze Maschinenkomponenten bei den Werkstätten. Die fertigen hier Menschen, die durch verschiedene Handicaps auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance hätten. Für die Menschen bedeutet diese Arbeit sehr viel. Es ist für sie ganz wichtig, arbeiten zu können und zu dürfen und dass es auch echte Arbeit ist. Die schlimmsten Zeiten sind die, wo bei uns keine Aufträge da sind. Sie kommen her zum Arbeiten und es soll auch eine Arbeit sein, die gebraucht wird. Durch das haben sie Struktur, haben eine Wertigkeit und bekommen auch einfach, sind in ihrem Selbstwert gestärkt. Also die Arbeit ist ganz wichtig. Insgesamt gut 600 Menschen mit Behinderung arbeiten in den Unterallgäuer Werkstätten, 144 davon hier in Mindelheim. Die Menschen hier haben unterschiedlichste körperliche Einschränkungen. Für 66 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gibt es in Mindelheim noch eine eigene Einrichtung der Werkstätten. Auf jedes dieser Handicaps müssen sich die Werkstätten eigens einstellen, zum Beispiel mit höhenverstellbaren Arbeitstischen. Wir sind da die Spezialisten für angepasste Arbeit. Die Arbeitsplätze werden auf die Erfordernisse von den Menschen ausgerichtet. Wir finden für jeden seinen Arbeitsplatz, die Tätigkeit, die ihm liegt und die er mit der Einschränkung machen kann. Ob es jetzt bei uns in den Werkstätten, in den Betriebsstätten ist oder ob das draußen in der Region in einem Betrieb ist, die den passenden Arbeitsplatz bietet für ihn. Genau das ist bei Matthias Krösling gelungen. Seit 7 Wochen arbeitet er in einer Mindelheimer Firma. Er leidet an einer degenerativen Muskelerkrankung, kann dadurch zum Beispiel kaum Treppen steigen. Hier hat er ein Büro im Erdgeschoss und sortiert Auftragsunterlagen. Sein Fazit nach den ersten Wochen? Also es macht mir sehr viel Spaß, es ist eine schöne Abwechslung. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ein wichtiger Bestandteil bin. Es ist schön, weil man immer denkt, körperlich kann man nicht so viel arbeiten. Aber wenn man jetzt hier sitzt und auch das gelernt hat und auch die Menschen verstehen, dass ich das habe und das so gut wie möglich arbeiten kann, dann fühle ich mich schon wohl und ist schon ein gutes Gefühl.
Auch Personalreferentin Monika Dämpfle ist zufrieden mit ihrem engagierten Mitarbeiter. Eingestellt hat sie ihn wegen ihrer guten Erfahrungen mit den Unterallgäuer Werkstätten. Ja, also ich muss sagen, wir arbeiten schon jahrelang mit der UAW zusammen. Die machen für uns auch Gebäudereinigung und alles. Und dann kam eben ein Mitarbeiter von UAW auf uns zu mit dem Projekt Integra Mensch. Und wir fanden das wirklich eine ganz tolle Idee oder ein ganz tolles Projekt, da wirklich Mitarbeiter oder Personen mit Einschränkungen ins Arbeitsleben zu integrieren. Das Programm Integra Mensch bringt nicht nur Menschen mit Behinderung über Praktika in Arbeit. Es begleitet die Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber fortlaufend, damit es keine Komplikationen gibt. Menschen mit Behinderung sollen so nachhaltig in Arbeit kommen. In dieser Hinsicht gibt es einiges zu tun. Behinderte machen unter den Arbeitslosen der Region nämlich einen relativ hohen Anteil aus. Er liegt so bei 9%, also gut 850 bis 900 Personen. Das ist weiter eine Zielgruppe für uns, gerade in einer Situation, wo wir auch einen anhaltend starken Bedarf an Fachkräften haben. Und gerade unter schwerbehinderten Personen, Menschen mit Behinderung, sind auch Fachkräfte vorhanden. Und das ist für uns immer wieder Anlass, mit den Unternehmen da ins Gespräch zu kommen. Mitarbeiter mit Handicaps bringen eben nicht nur spezielle Anforderungen mit, sondern oft auch besondere Talente. Sandra Schneider ist ein gutes Beispiel dafür. Sie hat durch Integra Arbeit in einem Modehaus in Mindelheim gefunden. Sie hat ein besonders gutes Zahlenverständnis und kümmert sich hier um die Bestelllisten. Daher, dass ich mit Zahlen sehr gut arbeiten kann und die mir auch gut merken kann, ist das ein wundervoller, cooler Job. Auch menschlich gesehen fühlt sich Sandra Schneider im Betrieb gut aufgehoben. Und wie gut klappt es aus Sicht des Chefs mit der Arbeit? Klappt hervorragend. Es braucht eine gewisse Eingewöhnungsphase. Man muss langsam an diese Sache rangehen, aber sie ist wunderbar in den Betrieb reingewachsen und ist eine sehr große Bereicherung für uns jetzt. Natürlich ist sowas auch ein Glücksfall. Nicht jeder findet einen Arbeitsplatz, der zu seinen speziellen Talenten und Handicaps passt. Wer keinen Arbeitsplatz draußen findet, für den gibt es dann ja immer noch die Werkstätten. Gesellschafter der Unterallgäuer Werkstätten ist die Lebenshilfe. Die Finanzierung der Werkstätten kommt aus verschiedenen Töpfen. Wir haben Kostenträger für den Berufsbildungsbereich. Es ist in der Regel die Agentur für Arbeit oder ein Rentenversicherungsträger oder eine Berufsgenossenschaft. Und im Arbeitsbereich ist es in der Regel der Bezirk Schwaben. Bei einzelnen Teilnehmern ist es auch mal ein anderer Bezirk. Und natürlich bezahlen die Firmen für die Produkte, die sie hier produzieren lassen. Für die Firmen rechnet sich das. Die Werkstätten müssen nämlich nur 7% Mehrwertsteuer berechnen. Ein zweiter Vorteil entsteht aus einem Gesetz, das Firmen mit über 20 Mitarbeitern verpflichtet, 5% ihrer Stellen mit Schwerbehinderten zu besetzen. Wenn sie das nicht schaffen, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Wenn aber eine Firma in den Werkstätten produzieren lässt, sinkt ihre Ausgleichsabgabe um bis zu 50% dessen, was die Firma den Werkstätten zahlt. Ja, und mit diesen Eindrücken aus den Unterallgäuer Werkstätten verabschiede ich mich für dieses Mal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.